Schön. Schöne Antwort, genau. Und ein grosses Schnaufen. Also du merkst, ne, so das Festgehaltene löst sich das Häuchli. Ja, so fein. Oh, Entschuldigung, das war wahrscheinlich mein Stimmkommando. Ich muss sagen, ja, super, machst du das, toll. Genau, immer noch weiche Hand immer an der Leine. Du fragst ihn eigentlich nur, könntest du das machen mit deinem Körper, Elan? Und er sagt, ich glaube eher nicht. Pause, finito. Super gemacht. Genau, also, weißt, er hat drei Kilometer, bis er sich umgedreht hat, oder? Genau, das waren 8 Runden. Ne? Schritt und Trab. Ich habe eher das Gefühl, der Massagesalon sollte wieder geöffnet haben im Moment. Das sind auch Sachen, die ich tatsächlich mache, zum Teil. Vorgängig oft, wenn ich jetzt wirklich weiss, eines, das ist etwas, was mir jetzt gerade. Ja. Wo ich weiss, jetzt zum Beispiel, so wie er sich jetzt zeigt, ist mir das zu steif, oder? Und einfach sagen, jetzt machen wir 10 Stunden lang, bis es endlich das Fleisch weich geklopft ist. Ja. Sondern wenn ich sage, beim nächsten Mal gehe ich lieber vorher und mache ein paar lösende Sachen. Das heisst, ich gehe in eine kleine Halsmassage rein. Ja. Ich habe so Sachen, die ich machen kann. Also zum Beispiel so vor dem Schulterblatt ein bisschen sagen, können wir da ein bisschen runter massieren. Ja. Genau. Ne? Oft sagen die so, ne? Ich kann natürlich wirklich die ganze Knick- oder Halsmuskulatur ein Stück weit massieren. Ich kann das mit meinem Tennisball rollen, also so ein bisschen Faszienthemen, so Geschichten. Ich stelle ihn auch sehr gerne auf die Balance Pads. Ja. Sagt ihr das etwas? Ja, ich liebe die Dinger. Ja, genau. Genau. Ja. Einfach, weil er da selber muss stabilisieren und trotzdem kann er sich nicht festmachen, oder? Er muss einfach das bringen, damit er auf dem wackeligeren Boden ein bisschen stehen kann. Das heisst, dann reguliert sich oft der Muskeltonus in einer günstigen Art und Weise. Ja. Was ich auch sehr gerne mache, das können wir mal schnell schauen. Ich hole ein bisschen seinen Schwerpunkt zwischen den Schultern hin und her. Aha. Und sage, könntest du ihn ein bisschen übernehmen? Oder könntest du den Schwerpunkt jetzt wieder ein bisschen zu mir nehmen? Du schiebst einfach ganz leicht. Ich ziehe und schiebe ein bisschen am Widerrist. Wenn ich zu viel mache bei ihm, dann siehst du gerade, er geht dagegen und sagt, hey, du schubst mich um. Wenn ich zu viel mache, wieder. Ne? Es hört gerade auf, es stoppt. Ja. Siehst du das? Ja. Also bei ihm, dann hat mir die Besitzerin gesagt, der Vorbesitzer war ein grosser, schwerer Mann gewesen. Der ist aufgestiegen vom Bahn. Und der Elano hat gesagt, also wenn ein ich glaube wirklich, dass es noch für dort ist, oder? Ja. Wenn du sagst, könntest du dein Gewicht auf meine Anfrage ein bisschen aufs linke Bein, Schwerpunkt ein bisschen hier über oder ein bisschen hier über. Ja. Können wir ein bisschen hier und her, können wir immer locker hier und her schaukeln. Ja. Ne? Also, ist ein bisschen eine Gleichgewichtssache natürlich. Ja. Das Ross sagt, wow, was? Hallo? Ah, wow. Das ist auch eine Vertrauenssache. Genau. Und anders auch eben, zeigen dich auch, kann er auch loslassen? Oder sagt, nein, mach dich fest, wir laufen lieber nur so rum, oder? Aber nicht locker dynamisch. Und das ist genau das, was jetzt auch vor allem am meisten eigentlich vorher beim Reinholen, also du auch sofort gemerkt hast, das Festhalten kostet Beweglichkeit. Ja. Das heisst, das Ross ist nicht sehr beweglich. Ja. Bös gesagt, oder? Ja. Und beweglich heisst immer, ich bin im Rentnerstatus irgendwann einmal, weil ich sage, na ja, wir bleiben nur noch so ein bisschen das Nötigste, oder? Ja. Ich kann sagen, ich kann ja, die Schulter kann ich nicht mehr bewegen, aber ich kann immer noch Zähne putzen, so. Das ist Quatsch, oder? Und doof gesagt, die Muskeln verhocken immer mehr und mehr, haben immer weniger Training, weil sie gar nicht in Bewegung kommen, oder? Ja. Also von daher, eine solche Geschichte, das mache ich oft als Auftakt, um zu sagen, wie, oder auch bei anderen Ross, wie locker. Ja. Nein, bei ihm muss es ganz wenig sein, sonst geht er sofort auf Abwehr. Und ich werde ihm ja beibringen, lass dich bewegen. Bewegung ist angenehm. Er sagt, nein, lieber gerade bleiben, lieber, nein, ich will nicht bewegen. Weil das würde ja auch mehr und mehr den heissen Muskelarbeit oder Muskelaktivität kommt in Gang. Ja. Und dann kann ich auch ein bisschen ablesen, eben wie fest sind sie, jetzt gerade in der Vorhand zum Beispiel. Ja. Und einer, der sagt, ja, ne, der mag ich, oder kannst so hier und her schaukeln. Ja. Ne? Also du merkst, der lässt sofort los und Muskulatur sagt nicht, nein, das will ich nicht. Aber ich glaube wirklich, das hat auch viel mit dem Kopf zu tun. Ist eine mentale Geschichte genauso. Und einer, wenn man sagt, immer erlebe ich durch meinen Ritter oder durch meine Menschen, die rundherum sind, eine dauernde Gefährdung meiner Balance.
Der sagt, ey, musst schauen, sonst gehst du um. Hey, du, das schaust lieber für dich. Ja. Lass ja, nicht zu. Und dann ist im wahrsten Sinn, möchte ich eigentlich, dass ich sage, Elano, überlass dich meinen Händen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist völlig recht. Es ist eine mentale und eine körperliche Sache. Mhm. Und ich sehe jetzt über den Körper, was möglicherweise in seinem Hirn los ist, oder? Ja. Das sagt, ja, ich lass lieber nicht los, weil du weißt ja nie, was passiert.